Schönen guten Abend alle zusammen. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Ja, die orangen Roboter, man sieht sie viel im Fernsehen, haben überhaupt nichts mit dem zu tun, was Sie bisher hier gehört haben von den Vorrednern. Natürlich spielt bei uns auch das Thema künstliche Intelligenz eine Rolle. In erster Linie geht es aber jetzt darüber, Ihnen einen Überblick zu verschaffen, was Industrieroboter tatsächlich heute in der Industrie tun und in welche Richtung es sich da weiterentwickelt. Jetzt hoffe ich, dass ich die richtige Taste finde. Genau. Kurz zu mir. Mein Name ist Michael Weber, nicht Matthias Weber, kein Problem. Ich arbeite für die Gucker Roboter GmbH in Augsburg und dann speziell in Siegen in der Niederlassung und wurde hier angesprochen, zu der aktuellen Geschichte der Robotik was zu sagen. Ich habe es mir ein bisschen aufgeteilt, stelle Ihnen kurz die Gucker Roboter innerhalb der Gucker AG vor, denn das ist mittlerweile ein ganz wichtiger Part, dass wir die Komplettlösungen bieten. Einen kurzen Ausblick über die Megatrends, die uns antreiben, die Robotik weiterzuentwickeln. Dann gehen wir zum Thema deren Bewältigung und einen kurzen Ausblick, was zukünftig da passieren wird. Ich habe es gerade schon gezeigt, die Gucker AG setzt sich im Prinzip zusammen aus der Gucker Robotics, zu der ich gehöre, die Gucker Industries, die Gucker Systems und noch vom Namen her eigenständig die Swisslog. Sie haben es bei den Vorrednern schon mal gehört, auch das Thema Logistik ist ein Riesenthema, was es zu automatisieren gilt. Die Warehouse-Logistik im Healthcare-Bereich, in Krankenhäusern, ob Bettwäsche oder Essensausgabe, was auch immer, da wird sehr viel automatisiert. Wir als Gucker Robotics stellen im Prinzip die Querschnittstechnologie dar, um den anderen Bereichen, Industries, Systems und Swisslog, die Maschinen dafür zur Verfügung zu stellen. Wir haben ein entsprechendes Produktportfolio. Wir haben die sogenannten Leichtbauroboter, die bei uns LBR IPA stehen, für Intelligent Industrial Work Assistant. Und gehen wir gleich nochmal ganz kurz darauf ein. Und dann im Prinzip die Roboter, die sich in erster Linie nach Tragkraft und nach Reichweite unterscheiden. Dann gibt es immer diverse Sonderbauformen, die halt spezielle Aufgaben erledigen, die dann unterschiedliche Anzahl an Achsen haben, die unterschiedlich aufgebaut sind. Sie sehen es hier, grundsätzlich Roboter von 3 bis 1300 Kilo Traglast, also was Kleines in Montageapplikationen, genauso wie wenn Sie schwere Traglasten, ganze Autokarossen zum Beispiel handeln müssen oder große Palettieraufgaben, ganze Paletten, ganze Lagen, Bierkisten handeln müssen, solche Dinge, da werden die eingesetzt. Wir bedienen im Prinzip die General Industry. General Industry heißt bei uns alles außerhalb Automobilindustrie. Die Automobilindustrie macht bei uns nicht mehr ganz die Hälfte des Umsatzes aus. Früher war es mal so, dass wir sehr abhängig waren von den Automobilisten. Das waren die ersten, die Robotik wirklich massiv eingesetzt haben. Wir haben teilweise 70% unserer Maschinen in die Automobilindustrie geliefert. Haben natürlich in der Krise 2009, wenn es bei den Automobilisten runterging, sehr stark darunter gelitten, haben seitdem massiv gegengesteuert. Andere Bereiche wie Aerospace, Electronics, Consumer Goods, Metall, ich muss jetzt nicht alles vorlesen, da haben wir mittlerweile sehr stark Fuß gefasst, natürlich auch durch neue Maschinen, neue Anwendungsfälle. Wir können aber nicht alles abdecken, deswegen haben wir uns ein entsprechendes Partnernetzwerk aufgebaut. Wir arbeiten in den Fachbereichen, egal ob es jetzt Schweine zerlegen ist oder ob es Möbel montieren ist oder ja, im Krankenhaus wirklich Wäsche sortieren, was eben auch als Beispiel war, Handtücher verhalten. Ganz so weit gehen wir nicht, aber wir haben die Fachleute in den einzelnen Bereichen, die wir als Systempartner, mit denen wir gemeinsam weiterentwickeln, mit denen wir gemeinsam unseren Robotern das beibringen, was sie für die einzelnen Fachbereiche brauchen. Zum Thema Megatrends. Haben Sie sicherlich in verschiedenen anderen Vorträgen schon gehört oder in Zeitschriften oder im Fernsehen verfolgen können. Megatrends, die im Moment immer mehr ja, teilweise sogar verunsichern. Die Mobilität, wenn Sie sich überlegen, wie schnell Sie heute von einem Kontinent zum anderen fliegen. Noch vor einiger Zeit war es schwierig, von Köln nach München zu kommen. Ich kann mich noch daran erinnern, ich musste nach Schwerin.
Da sagt der Kollege zu mir, ja, wie lange bist du denn da unterwegs? Er sagt, ich fahre jetzt dahin und bin dann abends wieder zu Hause. Er kann ja wohl nicht wahr sein. Das war für die Generation vor mir überhaupt nicht denkbar. Heute ist es selbstverständlich, dass man mal eben an einem Tag irgendwo in Europa hinfliegt und am gleichen Tag wieder zurückkommt. Globalization, also immer mehr Leute arbeiten international zusammen. Wer miteinander arbeitet, schießt nicht aufeinander. Von daher bin ich ein Befürworter dessen. Erwärmung, ein wichtiger Punkt, die Überalterung der Bevölkerung. Individualisierung ist auch ein Riesenthema. Sie wollen nicht mehr alle die gleichen Schuhe tragen oder alle das gleiche Handy benutzen, auch wenn es von außen gleich aussieht. Es soll aber irgendwie individuell auf jeden zugeschnitten sein. Ich habe mir nur mal einen Teil jetzt davon rausgenommen. Mit dem Altern beginnt ein Wandel statt ein Abbau. Wir haben in der Industrie oder generell Schnelligkeit, Beweglichkeit, Sehen, die Kraft, das Kurzzeitgedächtnis, das nimmt ab. Andersrum die Intelligenz, Informationsverarbeitung, Langzeitgedächtnis bleibt konstant und Erfahrung, Kompetenz, Know-how wachsen. Und das muss man nutzen. Das muss man nutzen, indem wir die älteren Mitarbeiter weiterhin beschäftigt, die weiterhin einbaut. Das ist eine Studie, die von der Daimler AG erstellt wurde, weil die genau mit dem Problem kämpfen. Die Überalterung in der Industrie. Es gibt von anderen Automobilherstellern ganz klare Aussage, in den nächsten 10 Jahren werden 30% der Mitarbeiter durch Überalterung freigesetzt, die in Rente gehen. Und die sind nicht nachzubesetzen, die Arbeitsplätze, weil es einfach die Leute nicht gibt. Also muss automatisiert werden, also muss es irgendwie anders erledigt werden. Megatrends, Sie können heute im Internet Ihr Müsli so bestellen, wie Sie es persönlich haben wollen, nicht wie es irgendwo in der großen Serie abgepackt wird. Das ist letztlich auch ein Automatisieren. Adidas oder auch die anderen, Nike oder wer auch immer, stellen Schuhe her, auf Sie zugeschnitten, auf den Sportverein zugeschnitten, mit dem Logo des Vereins oder mit dem Namen des Kunden, bedruckt, bestickt. Das wird individuell, die Schuhe werden bis zu einem gewissen Punkt in der Fabrik gefertigt und dann werden die individuell im Laden, im Hinterzimmer steht ein kleiner Roboter und verarbeitet die Schuhe, macht die Schuhe so, wie es der Anwender haben wollte. Ganz, ganz frisch gesehen, ich glaube, Werbung ist nicht drauf, die Bierfässer, die Sie als Werbegeschenk in kleinen Stückzahlen bedruckt mit Ihrem Firmenlogo bekommen können, als Werbegeschenk. Genauso kriegen Sie mittlerweile Bierflaschen mit dem eigenen Etikett drauf, brauchen Sie gar keine große Stückzahl. Das ist alles durch, in Anführungszeichen, Industrie 4.0 bzw. intelligente Vernetzung machbar. Die Produktion heute, entweder manuelle Produktion oder eine Vollautomatisierung. Das ist das, was im Moment in der Industrie läuft. Und da zeichnet sich immer mehr ab, dass der Automatisierungsgrad sich ändert, dass Sie zwischen der manuellen Produktion und der Vollautomatisierung eine Mensch-Roboter-Kollaboration erkennen können. Dafür ist es aber erforderlich, dass der Roboter und deshalb auch unser intelligenter Roboter, dass der Roboter sensitiv arbeitet und den Menschen nicht verletzt. Das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Dann gibt es einen Rückschlag, wie es ihn vor 10, 15 Jahren in der Medizinrobotik mal gab. Da ist mal eine OP schiefgegangen und dann hat es tatsächlich 10 Jahre lang, annähernd 10 Jahre lang, praktisch keine Roboter mehr in der Medizintechnik gegeben. Weil gerade wenn Sie an Haftungsrisiken in anderen Ländern denken, das konnte sich keiner mehr erlauben. Es ist heute noch so, dass die Firmen in der Regel, wenn sie in den Medizinbereich gehen, dafür wieder eine eigene Firma gründen, um das Haftungsrisiko irgendwo zu begrenzen. Es ist die menschliche Hand und die Roboterhand, die zusammengreifen. Das ist heute möglich, ohne dass einer den anderen verletzt. Sie sehen links unten den Roboter, der ist so sensitiv, dass er, wenn er gegen ein Glas Wasser stößt, das nicht umstößt, sondern das sofort erkennt und stehen bleibt. Und genauso würde der reagieren, wenn er mit dem Werker zusammenstößt. Mittlerweile gibt es eine Norm dafür, wo die Kollision mit der Person eintreten kann, ob Kopf, Hals, Brust, Bein, Arm, unterschiedliche Kräfte sind dafür festgelegt. Diese Kraft darf der Roboter aufbringen. Und das können Sie der Robotersteuerung entsprechend mitgeben, dass er wirklich nur die Kraft aufbringt, die er für die Montage der Aufgabe braucht. Und in dem Moment, wo es zu viel wird, bleibt er stehen. Dann ist irgendwas schiefgegangen, dann kann er korrigieren.
Das ist eigentlich die wichtigste Herausforderung im Moment. Vermeidung von Verletzungen des Menschen durch den Roboter. Und das geht dann in Richtung Smart Factory, also weiche Vernetzung von allem, die Mobilität der Roboter. Sie haben nicht mehr den Roboter, der fest auf dem Boden aufgeschraubt ist und stupide seine Arbeit macht, sondern sie haben den Roboter, der mobil auf einer Plattform verfährt und jede beliebige Arbeit in der Fabrik machen kann. Der kann Arbeitsplätze mit Material versorgen, der kann heute hier und morgen da arbeiten. Die Berührungsängste, die zwischen Werker und Roboter sind, die werden immer mehr abgebaut. Die zukünftige Generation, die Robot-Natives oder wie sie auch immer genannt werden, die jungen Leute, das sehen sie eigentlich schon, wenn ich mein Handy in die Hand nehme und ich gebe mein Handy meinem Sohn, dann kommt ganz was anderes bei raus. Der geht viel intuitiver damit um, der weiß, der schmeißt sofort ein paar Apps runter und lädt sich ein paar andere, das geht auch viel besser, macht das so. Anbindung an die IT-Welt durch intelligente Steuerungskonzepte. Ich hatte eben mit einem der Zuhörer eine kurze Diskussion, wie kann man das nutzen? Wie kann man das nutzen, dass die ganzen Roboterdaten, Sensordaten, was da alles zusammenkommt, dann sind wir ganz schnell im Bereich Big Data, dann sind wir in dem Bereich, wo wir riesige Datenmengen zusammenbringen und diese müssen ausgewertet werden. Ob die jetzt ausgewertet werden, um Kosten zu sparen oder ob die ausgewertet werden, um das Leben angenehmer zu machen oder ob die ausgewertet werden, um im Krankenhaus besser helfen zu können, muss jeder für sich entscheiden. Da unterscheiden sich dann die Hersteller voneinander. Die einen können es dafür nutzen, die anderen können es dafür nutzen. Markt- und Kundennähe hatten wir eben schon durch das Individualisieren. Und wenn ich auf der anderen Seite angefangen hätte, das große Thema Mensch-Roboter-Kollaboration, also das wirkliche schutzzaunlose Zusammenarbeiten zwischen Mensch und Roboter. Damit bin ich eigentlich schon fertig. Vielen Dank. Ich hoffe, ich habe nicht überzogen oder passt.